So, ich glaube 5 Minuten, ja, seid ihr voll schnell vorangekommen, ne? Hier, den Weg habe ich euch auf dem Hinweg noch gar nicht so gezeigt. Guck mal, wie steil das halt hier abgeht, so, ne? Hier, das, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so sieht, aber hier geht es sehr, sehr schnell ab. Und wie gesagt, ne, hier nicht nur auf der Seite geht es steil ab und man hat links so eine Wand. Nee, hier links geht es auch schon steil ab. Für die, die jetzt interessiert, ich habe gerade auf dem Berg, ne, der, also auf dem, wo wir halt gerade waren, so, ne, bei dem Kreuz, einfach mal Clash of Clans gezockt, so, ne? Ich hatte, also nicht Internet, per mobile Daten habe ich das gemacht, ne? Und ich habe, für die auch, die es nur interessiert, mein Inferno-Turm auf 3 gemacht und ich habe mein Armeelager, glaube ich, keine Ahnung, auf 9 oder so, also auf dem Maximum von Rathaus 12. Aber schon krass so, ne? Ist man auf dem Berg voll, hatte voll gutes Internet, 4G plus 4G. Und in Deutschland, in manchen Autobahnstellen hat man nichts. Auf dem Berg ist auch wichtig, stell dir vor, es passiert was. Man kann sogar, man hat Empfang und das finde ich sehr, sehr schön. Das finde ich sehr, sehr gut. Leute, ich bin aus der Puste. Und das macht nicht ersehnlich, hier anzuschauen. Wir gehen weiter und ja, einfach die Aussicht genießen, ne? Und dort kommen wir. Let's go. Junge, Alter, ich kann nicht mehr sprechen. Hier, wisst ihr noch? Ich glaube, das war gerade alles nur ein Traum, Alter. Wir sind hier wieder hier. Ja, da oben waren wir, ne? Da waren wir jetzt. Und ja, schon ziemlich krass. Ich glaube, ich habe schon genug rangezoomt. Wir müssen jetzt irgendwie hier runter. Das machen wir jetzt. Alter, wie spät haben wir es jetzt? Wir haben es jetzt 3:30. Wir waren hier um 3:45. Also kann man sagen, ja, 2 Stunden habe ich schon fast gerechnet. Aber wir waren ja auch 15 Minuten oben. Oder vielleicht noch länger. Wir haben uns ja auch immer ein bisschen mehr Zeit genommen. Ja, jetzt gehen wir runter, Leute. Also wirklich, es fühlt sich an wie ein Traum. Wir waren hier vor 2 Stunden schon. Sonne steht komplett anders. Ich weiß nicht, wo die Sonne davor stand. Aber wir müssen jetzt hier runter, also ich kann es euch ja nochmal zeigen, ne? Ulrichskopf, da waren wir gerade 50 Minuten, Schmalzkopf, da waren wir auch schon 1,5 Stunden, braucht man dahin. Und hier Funz, 2,5 Stunden, das ist jetzt das längste. Und das machen wir jetzt, ich bin echt gespannt, dass wirklich so lange ist. Bei den Highlights nehme ich euch mit und wir gehen jetzt hier runter, let's go. Eine kleine Randnotiz, wir sind auch gleich, also guck mal, der Weg geht ja richtig steil nach unten. Das Blöde ist hier komplett Strom, sieht jetzt nicht so schön aus, aber ne, da oben waren wir gerade und wir müssen jetzt, also ihr habt ja gesehen, auf der anderen Seite liegt Funz und da müssen wir hin. Wir müssen jetzt einmal hier rum, deswegen dauert es auch 2,5 Stunden, weil eigentlich geht es ja nur nach unten. Aber wir müssen einmal um den Berg so rum, den wir halt schon oben waren. Stell dir vor, das habe ich auch schon bei Ischke, das habe ich schon mal gesagt. Stell dir vor, man hat oben einen Fallschirm, ne? Alter, dann wäre man 5 Minuten unten so, ne? Aber das hat man natürlich nicht, Leute. Wir gehen weiter. Fokus. Gleich haben wir's. Also in 2,5 Stunden. Da ist noch ein bisschen, aber let's go. Mach mal jetzt wieder die Kamera aus. Und wir gehen jetzt einfach mal da rum. Let's go. So, Leute. Nochmal ein kleines Update. Wir erreichen die Baumgrenze wieder, ne? Hier sind die ersten Bäume wieder. Leute, der Weg ist gerade unfassbar schön. Jetzt sind wir jetzt im Steiniger wieder, aber gerade übelst viel Gras und so, der sah wirklich sehr, sehr schön aus. Also Baumgrenze wieder erreicht. Ich hoffe, das ist noch der richtige Weg, weil eigentlich müsste man in die andere Richtung gehen, aber egal. Ach ja, ja, egal, Leute. Nee, egal. So, wir gehen weiter, mal gucken, wie lange wir noch brauchen. So, weiter geht's. Leute, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gefilmt habe, es war auf jeden Fall sehr, sehr lange her und ich raste gleich komplett aus, Alter. Ich hab mich verlaufen. Und ich glaube nicht wenig, ich glaube mindestens jetzt 45 Minuten habe ich verschwendet. Und ich habe einfach das hier übersehen. Ich bin gerade hier einmal rum, wirklich, ich glaube 45 Minuten Minimum. Wie gesagt, ich kann euch ja dann die Karte zeigen und ich habe das übersehen. Ich bin wirklich hier lang gegangen und dann hier, aber nicht hier runter. Und ich muss hier runter. Ey Leute, ihr könnt euch nicht ausmalen, wie mich aus... Also, nee, es ist jetzt nicht schlimm. Es ist nicht spät oder so, es wird nicht dunkel. Aber ey, ich könnte jetzt schon vielleicht da sein, so, ne? Obwohl, es dauert noch schon ein bisschen länger, aber... Ey, ich wundere mich auch schon die ganze Zeit so bei dem Weg, den ich gerade gegangen bin. Es ging halt die ganze Zeit so gerade oder hoch und so, ne? Jetzt geht's hier runter. Ey Leute, ihr könnt euch nicht ausdenken. Aber jetzt, wie man es auch hier ran sieht, richtig. Und richtig, machen wir jetzt weiter, let's go. So Leute, die letzten Meter sind aber jetzt trotzdem angetroffen. Es ist noch ein weiter Weg, es müssten noch so 2 Stunden sein. Aber jetzt geht's halt nur noch bergunter. Der Weg ist eigentlich
dann, wir haben es geschafft, deswegen mache ich jetzt auch schon die Abmoderation für heute. Ich weiß nicht, ob ich aus dem Vlog, das müsste ich dann nachher gucken, ein oder zwei oder sogar drei Teile mache. Also das weiß ich leider noch nicht, das muss ich dann gucken, wie viel, wie lange alles dauert, wie viel ich rausschneide, wie viel ich drin lasse. Hängt damit zusammen, deswegen kann ich es leider jetzt noch nicht sagen. Was ich aber sagen kann, Leute, seid nicht zu kritisch mit den Vlogs, die gerade rauskommen. Ich mache das gerade mit dem Notebook alles und mache das auch mit Movie Maker. Das bedeutet, kann ich so viele Effekte und so machen, das ist natürlich ganz klar. Und auch nicht die gewohnte Qualität herbeizaubern. Aber ich denke mal, das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Ja, nochmal hier ein kleiner View Blick. So, und ich mache jetzt noch die letzten Meter. Wenn irgendwas passiert, so, dann nehme ich euch natürlich mit. Und ich zeige euch dann nochmal. Also wir haben es jetzt genau 17 Uhr, geht ja eine Stunde. Wir haben es jetzt 17 Uhr. Und mal gucken, wann ich unten da sein werde. Das werde ich euch jetzt sagen. Aber ich verabschiede mich jetzt schon mal, Leute. Und wir sehen uns gleich im morgigen Vlog. Leute, ich muss mich doch nochmal melden. Schnelle Einmeldung. Da waren wir, ne? Alter, und ich komme gerade von einem Steig. Der war unnormal steil. Der ist eigentlich auch geschlossen, wenn man hoch will. Aber irgendwie ist jetzt doch offen. Keine Ahnung, Leute. Ich halte auf dem Laufenden, vielleicht steht noch was. Es ist jetzt gleich 5:30. Ey Leute, dieser Weg, das ist so laut, ne? Da standen schon zwei Schilder, einmal Lawinengefahr. Jetzt ist genau gerade das Umgekehrte. Wir waren ja auf dem Plateau, jetzt ist Lawinengefahr. Hier ist ein See, ein Fluss. Ich hoffe, ich komme durch, weil ich habe keinen Bock wieder zurückzugehen. Das wäre wieder Umweg, so kompletter Umweg. Ne, es geht da noch richtig viel hoch. Dort kommen wir. Es wird auch langsam dunkel. Wir haben es jetzt 18 Uhr. Ich hoffe, es funktioniert alles. Ich habe wirklich keinen Bock, wirklich 0, 0 Lust, nochmal alles zurückzugehen. Aber der Weg sieht bisher sehr, sehr gut aus. Solange er wirklich gut aussieht und ich keine sehr große Gefahr sehe, gehe ich weiter. Weil er führt eigentlich auch zum Hotel. Deswegen gehe ich einfach weiter und ich halte euch auf dem Laufenden. Ey Leute, ich dachte, der Vlog wäre schon längst zu Ende, ne? Aber jetzt kommt hier noch so eine Hängebrücke. Kaukeln verboten steht da drauf. Wir gehen rüber, Leute. Wir gehen rüber, let's go. Das ist eine Hängebrücke, Leute. Oh man. Ah, die wackelt sehr, sehr doll. Guckt das an. Ja, warte mal, wir gehen nochmal drauf. Aber nicht schaukeln, ne? Hier. The View. Ja, schon nice. Schon sehr, sehr nice. Ja, mein Resultat zu dem Klammsteg hier ist nicht so gefährlich. Aber ja, er macht schon Fun. Er macht schon Fun, ne? Der geht jetzt hier weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Vlog noch gehen sollte. Aber ich mache dann am Ende nochmal eine richtige Abmoderation. Weil ich dachte schon, ich gehe jetzt noch runter so. Dann nur noch Straße. Aber der Weg hier, der gefällt mir. Also, guck mal, Leute, der sieht schon ganz gut aus. Jetzt sogar noch mit der Sonne. Ich finde, der sieht schon echt, der hat was. Der hat auf jeden Fall was. Und deswegen gehen wir ihn jetzt auch noch kurz. Ich hab nur Angst vor diesem Stein, Alter. Stell dir vor, der bricht so runter. Aber let's go weiter. So, Leute, diesen Klammstieg auch geschafft. Zack. Kurz meine Aussage zu diesem Klammstieg. Das stand ja auf eigene Gefahr, was ich das erste Mal gesehen habe. War jetzt nicht so gefährlich. Klar, wenn ein Stein oder so runter käme, wäre schon gefährlich, aber so war es wirklich in Ordnung. Daumen, Thumbs up, gute Strecke. Allgemein heute 10 Stunden ungefähr unterwegs gewesen, also auf den Beinen. Und die Tour auch 10 Stunden. Und man kann auch noch sagen, ich habe heute eigentlich 3 Touren gemacht an einem Tag so. Weil einmal Schmalzkopf, eine Tour, Ulrichskopf, zweite Tour und Klammstieg, dritte Tour. Alles im einen. Sehr, sehr viel. Ich bin auch langsam K.O. Nicht zu vergleichen mit dem Stoneman, der war nochmal das Doppelte. War heute auch schon ziemlich viel. Kann ich euch ja gleich nochmal die Daten rüber schicken oder halt sagen. Und dann würde ich mich heute, glaube ich, dann doch schon verabschieden. Boah, Alter, das sieht schon krass aus, oder? Im Schnitt werde ich dann nochmal euch die Daten nennen. Also was ich so gegangen bin, wie viel und ja, und die Route werde ich euch noch zeigen. Also bis gleich. Leute, seht ihr die Stadt? Ich halte euch mal hoch. Ich glaube, man konnte es sehen. Ich bin wieder da. Ich bin wieder in der Stadt nach 10 Stunden. Wirklich, die Tour hat ungefähr 9 bis 10 Stunden gedauert. Aber ich werde euch gleich nochmal die genaueren Details sagen. Da oben ist auch das Hotel. Leider kam ich nicht direkt da raus. Aber Alter, die Tour war, die hat es in sich. Ich bin einfach von Nauders nach Funz, also hier, gewandert. Womit man mit dem Bus eine halbe Stunde braucht. Und das halt nicht über die Berge, ne? Das muss man natürlich dazu berechnen. Hier ist nochmal die Karte. Hier ist die Karte. Man ja pausieren oder so, ne? Und hier ist die andere Karte. Also Klammsteig, den sind wir gegangen gerade. Gasthof, Leute. Ich glaube, ich melde mich jetzt gleich nur nochmal, um die Daten rüber zu knallen. Ansonsten verabschiede ich mich eigentlich jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich. Aber auf jeden Fall sehr, sehr heftig. So, ich bin jetzt wieder hier, wo es alles angefangen hat. Also heute die heutige Tour halt. In der Hotel Suite, you know as I know. Nochmal einen ganzen letzten Ausblick. Also nochmal einen letzten Ausblick, Digga. Uff. Ja, der kann sich sehen lassen.
Man kann sie auf jeden Fall sehen lassen. Hier die Schuhe erstmal ausdampfen lassen. Ne? Hier die Stühle. Und boah, ich werde jetzt nochmal den letzten Vlog mir anschauen. Warte mal, also ich weiß ja, ob man es sieht. Ne? Das ist der erste Tag in Österreich. Den muss ich gleich nochmal ändern, den Titel. Das muss ich gleich nochmal machen. Auf jeden Fall, das ist der Vlog. Den Vlog, den ihr jetzt hier seht, den muss ich auch noch schneiden. Ich werde ja jetzt nochmal ein paar Bilder von der Tour einblenden. Hier, ne? So, ich hoffe, ihr habt die gesehen, die Bilder. Ich hoffe, es hat alles geklappt, weil ich habe einen Schnitt reingemacht. Ja, dann würde ich erstmal sagen, haut rein und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Ciao, ciao.